Herzlich willkommen nochmal zum nächsten Video, und zwar Quintolen und Septolen, und zwar nacheinander. Listen to the radio, listen to the radio, listen to the radio, to the radio, university, 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 listen to the radio, listen to the radio, listen to the radio, listen to the radio, university, 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 listen to the radio, 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 Also auch das in 60 BPM pro Minute, 60 Beats pro Minute funktioniert also. Das Ziel ist jetzt natürlich auch das aufzubauen und zu erweitern entsprechend. Und ganz ehrlich, man kann nur mit so einem Klick, mit einem Signal von außen wirklich die Sicherheit für einen einfach trainieren. Also es ein Metronom, ein Klicktrack ist unerlässlich, um rhythmische Sicherheit zu bekommen, um die zeitlich gleichen Abstände wirklich richtig zu füllen. Also in diesem Sinne, beschäftigt euch damit, es lohnt sich und es hilft ungemein für das interne Timing, für das interne Zeitgefühl, um einfach auch ein besserer Musiker und entsprechend besserer Schlagzeuger oder Percussionist zu werden. Okay? In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, bitte ein Like. Und wenn ihr weiterkommt, ein Like. Und einfach, wenn ihr weiterkommt, von mir 2 Likes. Und ich wünsche euch einfach viel Erfolg. Happy Drumming. Ciao.